Hallo meine Lieben und herzlich willkommen hier zum Planet Crafter. Ja, meine Damen und Herren, ich habe mal hier die Gasextrakturen für Methan wieder mal geleert und sieht man, da ist schon wieder was drin. Das geht aber schnell. Übrigens, die bringen euch auch Sauerstoff. Wenn ihr das Spielvergnügen mal ins Extreme treiben wollt und da wirklich vielleicht nur noch dann mit den Sachen hier arbeiten wollt, dass ihr also keinen Kobalt mehr umwandelt oder auch keine Station nehmt. Also man kann das Spiel schon unter Umständen ins Absurde führen in der Versorgungskette für sich selber, ne? Ich wollte es nur mal so zeigen, das Spiel bietet wirklich wahnsinnig viele Möglichkeiten und ich frage mich gerade, wo haben wir das Ding gesetzt? Irgendwann mal aus der Not, ne? Eieieiei, das ist ja ein Ding. Du, warte mal, das baue ich mal ab hier. So, das bringen wir gleich mal hier runter. Ja, das geht ja mal gar nicht. So. Wann haben wir denn das gesetzt? Irgendwann mal. Wo es schnell gehen musste, ne? Ja, ist egal. So, ja, ihr habt wieder zahlreich geantwortet und gehe ich natürlich wieder drauf ein, ganz klar. Ja, natürlich haben wir Quarz da hinten, aber es muss natürlich auch frei sein. Und bei unserem letzten Besuch war es halt noch nicht frei. Also können wir das dann auch nicht holen. Ne? Das ist ein Ei des Kolumbus. Es sollte sich von alleine verstehen. Dass ich natürlich, wenn ich die erste Staffel schon gemacht habe, der ein oder andere von euch weiß das natürlich nicht, dass wir ja schon ein bisschen was hinter uns haben. Da ist natürlich dann auch klar, dass wir schon wissen, wo das Zeug ist. Mehr oder weniger zumindest. Ich suche immer noch Schwefel. Und ja, ich spiele nicht auf den Random-Erzen. Ich spiele auf einer randomisierten, also auf den normalen. Ich spiele auf einer randomisierten Erzeinstellung. Das heißt, irgendwann werden wir es finden, wenn wir es nicht mehr brauchen, mit Sicherheit. Ja, ja, so ist es halt, ne? Für alle die, die das vielleicht nicht mitbekommen haben oder erst dazugestoßen sind, das ist die Info. Ich weiß, da hinten gibt es Quarz. Ich weiß auch, wir können es durch Zufall vielleicht in der Kiste auch finden, irgendwo in einem Schiff. Die Möglichkeit besteht. Hängt aber von unserem Spielfortschritt ab, was ihr immer in den Kisten bekommt. Das habt ihr ja auch schon mitbekommen. Und ja, dann ist das so eine Sache, ne? Ja, der nächste Hinweis war, ich habe wahrscheinlich ein Problem mit der Wärme. Ja, die steigt zwar hier, ja, und das eigentlich auch nicht schlecht mit 12.340. Es wurde gesagt, die soll unter Wasser, 12.340, merken wir uns das? Naja, ich hoffe. Die soll unter Wasser nicht funktionieren. Das ist jetzt so eine Sache, die wir mal, der wir mal auf den Grund gehen werden. Und wir können noch mal prüfen, ob wir hier, ich muss noch mal hier reinschauen, ein bisschen Essen könnte man mitnehmen, ja, dann verschwindet das auch hier. Wir nehmen mal das hier mit, so, die zwei schönen Sachen nehmen wir mit, dann können wir das mal ordnen, jawohl. Ja, soll unter Wasser nicht funktionieren, ist so eine Sache, könnte durchaus sein. Ich bin der Meinung, bei unserer letzten Konstrukt hat es funktioniert, aber ich weiß gar nicht, ob man, nee, da hat man es nicht unter Wasser. Da, ich glaube, da hat man es nicht unter Wasser. Ja, und ihr seht auch, jetzt kommt wirklich das gute Zeug rein. Der DNS-Manipulator ist reingekommen und es ist auch gerade noch eine neue Rakete reingekommen, bevor ich angefangen habe. Ja, ich will das ja immer mit euch zusammen haben, aber manchmal funktioniert es halt nicht, ne? Müssen wir halt gucken. Gut, also wir werden jede Menge bauen müssen und ich muss trotzdem eine Lösung für Schwefel finden und ich brauche Leiterplatten. Das war jetzt so ein Punkt, den hatte ich ja schon angesprochen. Den haben wir auch, glaube ich, wieder vergessen gehabt in der Folge davor. Das werden wir auf alle Fälle machen. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz hier reinschauen. Was habe ich denn nur? Ich prüfe jetzt nochmal den Chip hier. Das ist ja wohl nicht wahr. Der hat immer noch nichts. Ja, es kann ja sein, ne? Es kann ja immer sein, dass irgendwas dazu kommt. So, tun wir mal da rein. Ich habe jetzt Essen und Trinken dabei, das sollte passen. Und was hat man? 12.340. Rennen hier gerade rum wie so ein aufgeregtes Huhn. 12.340. Wir prüfen das mal. Ja, ich werde es mal. Ach so, sollte ich da vielleicht so einen Monitor mitnehmen? Und hier, Monitore sind auch dazu gekommen. Satellit, ja, den hat man schon. Aber noch nicht gebaut. Mikrochip Kompass. Weißt du was, wenn wir schon hier sind, dann machen wir das gleich mal. Mikrochip Kompass, da muss ich mal gucken. Ich habe ja welche da, aber das hatte ich irgendwie für eine Rakete oder irgendwas gebraucht. Ah ja, Aluminium 2, ein Magnesium. Ja, zum Glück habe ich ja ein bisschen was da. Und ich glaube, unser Lager wird einfach zu klein sein. Das kann man, glaube ich, jetzt schon mal sagen. Dann braucht man Obsidian, braucht man. Ein Osmium, Entschuldigung. Und was war das andere? Osmium und ein Silizium nochmal. Ja, wie gesagt, ich hoffe, mein Lifter stört euch nicht so. Der vom Rechner, der macht ein bisschen Rambazamba wieder. So beruhigt er sich gerade wieder. Es ist unglaublich, weiß ich nicht. Keine Ahnung. So, wir haben jetzt hier vier Monitore. 1, 2, 3, 4. Dann nehmen wir den. Noch
Eigentlich ist es egal, ne? Am Ende müssten wir aber trotzdem was sehen irgendwie. Das wäre sinnvoll. Könnte ich den vielleicht mal hier so dahinter packen. Ob das schön aussieht? Nein, aber so ist es halt. Gut, wir haben mittlerweile 5 Asteroiden, Anziehungsraketen, 2 Magnetfeld, Schutzraketen, Luftdruck 2000 und Wärme 5000. Das ist natürlich schon... Wärme war 5 und Luftdruck war 2. Also hier 2000 durch 20, ne? Da sind wir also ungefähr bei 11.000 Normaldruck und hier hat man jetzt 5000. Das heißt also das 50-fache bei der Wärme. Oh oh. Ja, scheint richtig zu sein. Das funktioniert nicht. Da brauchen wir das gar nicht überprüfen gehen. Ei, das ist aber nicht so toll. Das 50-fache, da sind wir bei 240, oder? Mhm. Eieiei. Das ist nicht so gut. Unser Terraforming jagt davon. Sehr gut, so muss das laufen. Also dann brauchen wir das nicht überprüfen. Dann ist das somit schon bestätigt, denn 240 bringen die nicht. Die bringen hier 28 Wärme. Warte mal, wie viel haben wir da unten? Also wir hatten 2x7 gesetzt. Das hieße mindestens 14, da sind wir mindestens bei 400. Und hier irgendwas erzeugt ja noch Wärme, ne? Weiß ich jetzt gar nicht. Müssen wir mal gucken. Die kostet Energie. Die großen hier, die machen auch Wärme. 25, da haben wir 100. Ja, das sind 100. Die Bohrer sind weg. Die haben wir auch. Sauerstoff. Ja, also... Ja, was soll ich sagen? Irgendwie so. Und wenn wir das eigentlich verfünffachen, müssten die eigentlich mehr bringen, ne? Wenn ich das mal so nachrechne. 25 mal... Wie viel vervielfachen die sich? Das war's, das Fünffache, ne? 500%. Okay. Das ist natürlich eine Hausnummer, ne? Das wären also 125 mal 4 sind wir bei 500 an Wärme. Haut irgendwie auch nicht hin. Na, wer weiß, was ich hier rechne. Oder ob die Werte schon verdoppelt sind oder irgendwas. Keine Ahnung. Gut, was machen wir heute? Rakete haben wir da drüben gemacht. Die steht erstmal da, so als optisches Instrument. Finde ich ganz gut. Die Sachen sind auch okay. Ich würde heute mit euch jetzt in die Schiffe mal reingehen. Und genau, da wir schon hier sind, machen wir das mal. Ja, rein theoretisch könnte man die hier auch wegmachen und man könnte hier auf die Wassersammler einfach gehen. Weil die bringen schon eine ganze Menge, ne? So. Wo war das Essen? Ja, haben wir hier nicht so eine perfekte Ordnung drin, macht aber auch nichts. So, ich tue mal noch ein bisschen Wasser hier hinter ins Labor. So, haben wir. Essen habe ich dabei, Sauerstoff habe ich dabei. Nicht allzu viel, wie ich gerne hätte. Ja, aber es wird reichen. Es wird reichen. Und dann nehme ich noch da was mit. Ja, so machen wir es. Gut, ich würde sagen, wir machen los. Denn die Zeit läuft. Ja, ich habe ja gesagt, wir machen das am Anfang gemütlich. Mittlerweile haben wir wieder mal ein bisschen was aufgeholt, weil die Abstände jetzt auch größer werden und die werden immer weiter, immer größer, ja. Und wir gewinnen natürlich auch neue Mitteilungen, oder? Muss ich auch mal reinschauen. Ich glaube, da haben wir schon 2 oder 3. Und ihr seht auch hier, das erste Gras kommt, das erste Gestrüpp, ja. Das sieht schon gut aus, kannst du nicht meckern. Ne? Und ich will natürlich mit euch heute mal hier in das Schiff rein, da auf jeden Fall, dass wir das abschließen. Und wir werden natürlich dann in den nächsten Tagen und Folgen die ganzen Bunker uns nochmal anschauen. Die neuen, die wir entdeckt haben, da müssen wir ja auch nochmal rein und... Ja, und so weiter und so fort. Ne? Ach, siehst du, hier haben wir auch noch was. Jo, schön. Ich tue das mal hier rein. Das können wir auch mal reintun. Sauerstoff lasse ich mal 3. Wasser nehme ich 1. Genau. Gut, dann gehen wir mal gucken, ob das reicht, unser Chip zum Abbauen. Licht machen wir an. Einmal. Hier. Ups. Und dann prüfen wir mal. Ja, das sind so Träger, die kannst du nicht abbauen. Aber ist halt auch nicht schlecht. Ne? Guck mal, hier geht's ja schon los. Ja, aber hallo, ja. Ist das immer noch der Wert von 25? Sehen wir nicht. Kommt erst mit die Handelsraketen. Gut. So, die Tür bleibt weiterhin zu. Dafür brauchen wir dann die Brennstoffzellen. Ja, und dann
können wir hier auf alle Fälle schon mal was rausholen. Ein kleines Sortiment an Elektronik auf jeden Fall. So, hier müssen wir dann mal hochgehen. Nicht, dass wir das wieder übersehen. Das war aber auch ein Fauxpas. Aber gut, aber hat man auch die Taschen voll, ne? Naja. So, hier geht dann auch noch was auf später. Müssen wir halt gucken, ne, wenn wir das haben. So, da sind noch ein paar Sachen hier. Na, ist doch herrlich. Oh, hier liegt auch noch was. Naja. So. Okay. Dann haben wir schon mal davon auch ein paar Sachen und können ein bisschen Elektronik bauen, ja? Warte mal, ich muss mal gucken, wo war hier der Ausgang? Hier. So, wir werden das jetzt dann auch ein bisschen im Schnelldurchgang machen. Ich werde dann mit euch die Bunker machen. Das, was wir brauchen, nehmen wir mit. Ja? Und das, was wir nicht brauchen, das lassen wir da einfach da. Ja? Gut, dann haben wir das auch geklärt. Ein Wasser werde ich mal nehmen. Oh, das war das Falsche. Dann nehme ich ein Essen. Gut. Ja, toll. Egal, weiter geht's. Es wird uns schon was treffen, davon gehe ich aus. Es ist da immer so. Aber die Farbgebung hier ist auch toll, ne? Auch der Planet da hinten, echt, echt cool. So, wir verschwinden mal hier in den Bunker. Ich glaube, hier war ja nichts weiter. Genau. Ja, die Nachricht taucht dann auch nochmal auf. Dann ist das so. Okay. Gut. Ich mache mal hier weiter vor zu dem Schiff. Halt, warte mal, wir waren da, wir haben da die andere Seite vergessen. Seht ihr, jetzt geht das schon wieder los. Was ist denn hier drin? Ein normales Gestein? Ja, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Eigentlich müsste das Superlegierung sein von der Farbe, ne? Naja. Seht ihr, und ich habe es schon wieder vergessen. Wir hatten doch hier noch was. Eieiei. So. Es ist aber auch manchmal, ne? So, da ging es nicht hoch, nicht runter. So, dann haben wir hier, fangen wir hier an. Das hat man, das hat man. Und ihr seht schon, wo gegenüber zum ersten Mal, wo wir hier waren, ist die Lampe auf alle Fälle schon heller, ne? Also da, so, schauen wir nochmal, ob wir hier noch was vergessen haben. Nee. Eine geheime Tür kann ich mich ja auch nicht dran entsinnen. Ja, und jetzt ist endlich wieder Ruhe. Ist aber auch ein Lärm, was? So, hier haben wir auch nichts. Schränkemäßig war jetzt hier in der Anlage hier nichts, also in dem Bereich. Gut, dann ist das so. Können wir wieder hochgehen? Okay, dann hätten wir uns das gleich sparen können. Naja, aber wir haben es wenigstens überprüft. So, die Bunker haben wir auch. Sehr gut. Dann haben wir das schon mal nachkontrolliert. Dann machen wir das Schiff noch. Und wenn wir noch das in der Zeit hinkriegen, machen wir das dort oben. Dann haben wir die Schiffe nachkontrolliert und alles Wichtige, was jetzt nochmal wäre, rausgeholt. Was noch anliegen würde, und die nehmen wir gleich mal mit hier. Dann ist die nämlich auch weg. Was jetzt noch anliegen würde, wäre dann die Brennstoffzellen einzufügen. Da haben wir drei Schiffe. Wir bräuchten jeweils, glaube ich, eine Brennstoffzelle. Ich hätte gedacht, das war früher ein Schiff, wo wir zwei brauchten. Also da hinten das Stargate, wir haben hier das große, ja, und das da oben, die drei sind es dann. Dafür braucht ihr jeweils eine Brennstoffzelle, ja. Können wir später bauen. So, die kann ich mal hier reintun, das ist sehr gut. Das können wir hier mit reintun, genau. So, dann gehen wir mal hier rein und gucken hier nochmal. Ja, und hier müssen wir, glaube ich, auch aufpassen. Hier ging irgendwie eine Treppe nach oben, ne, die wir auch übersehen haben, weiß ich nicht mehr. Ah, hier geht's schon los, siehst du. Haben wir da nämlich was da? Mhm. So, ich gehe mal hier gucken. Hier rein, ob wir irgendwas vergessen haben. Hier ist nichts. Da ist auch nichts. So, da ist nichts. Also, wie gesagt, ist ein wunderbares Spiel. Auch ganz mal ohne Gewalt etc. Und auch das Baukonzept haben sie wirklich sich gut überlegt. Kann man überhaupt nichts sagen, ne? Ne, das war's schon, ne? Ich glaube, ich habe jetzt nichts übersehen. Sollte es so sein, schreibt es in die Kommentare, dann schauen wir dann nochmal nach. Aber am Ende, ja, mein Gott, ne? Ihr wisst Bescheid. So, einen Sauerstoff lasse ich noch da. Ein Wasser lasse ich auch noch hier. Das Essen nehme ich mit. Und dann, jetzt muss ich kurz überlegen, wir hätten das Schiff hier hinten noch. Ich würde aber erstmal das machen. Dann haben wir nämlich heute alles so ein bisschen nachgeholt an Elektronik, was so offen war. Ja, Algen haben wir hier auch, aber da haben wir momentan genug, das ist nicht das Problem. Den müssen wir also dann hier erweitern und dann können wir hier oben die Gerätschaften setzen. Ne?
Das müssen wir dann machen. Ich hoffe, dass das dann mit der Angliederung geht, so wie ich mir das vorstelle, von den verschiedenen Bauteilen. Das wäre dann schon echt ein Muss. Hier komme ich nicht rum. Aber hier vielleicht. Jo. Mhm. So. Ja, ansonsten nochmal an alle meinen ganz herzlichen Dank, dass ihr das so gut annehmt, dieses Let's Play hier. Und dass euch das so gut gefällt. Ja, das ist schon... Ja, nicht ohne, sag ich mal. Ja, wenn das bei euch so den Anklang findet. Freut mich sehr. So. Auch wenn ich es ein bisschen anders mache als im ersten. Bisschen unkonventioneller, bisschen härtere Werte etc. Und vielleicht mir auch Zeit nehme. Vielleicht ein bisschen zu viel. Ah ja, hier. Aber was soll's. Zeit haben wir ja. Natürlich würde ich viel mehr zeigen. Aber die Zeit ist halt begrenzt. Ne? Und ich sag mal, 3 Let's Plays, das kriege ich dann auch nicht hin am Tag. Das geht nicht. Irgendwo ist dann auch finito. Das kann man mal am Wochenende machen oder so. Oder wenn ich mal was produziert habe, was wirklich leicht von der Hand ging. Aber wie gesagt, irgendwie ist dann auch da dann mal Schluss. So gut, dann waren wir hier drin. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit von dem, was wir bis jetzt hier erkundet haben. Das hier im Grand Canyon, da müsste noch was drin sein. Ja. Da müsste noch was drin sein. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Genau. Fliegen wir gleich mal rüber. Und natürlich hinten im Stargate, das kriegen wir auch noch hin in der Folge. Dann haben wir wirklich alles. Aber vielleicht müsste ich nochmal vorher nach Hause. Denn wir sind vielleicht ein bisschen voll. Oder ich mache einen Zwischenpunkt. Wir haben einen Außenposten am Stargate, dann lassen wir dort ein paar Chips zurück. Ist auch kein Problem. So. Juhu. Ja. So, da ist nix. Doch hier. Naja. Da geht's noch weiter. Gut, 2 hätte ich noch, aber ich glaube, wir sind hier dann auch fertig, ne? Ja gut, sehr schön. So, wäre jetzt die Idee noch? Doch, das können wir machen. Dann können wir gleich hier hinten lang fliegen. Wächst so eine schöne Blume, kann man die... Die könnte ich mitnehmen. Oh, meine Orema. Habe ich jetzt gerade keinen Platz. Seht ihr, und da ist unser Eisbiom. Da fließt das Wasser. Sieht mittlerweile bestimmt sehr gut aus. Wir schauen uns das mal auf dem Rückweg an. Ups, das wollte ich nicht. Warte mal. Ja, und die ersten Schlingpflanzen sind schon da. Na, guck mal. Da sind auch wieder Kisten oben. Zumindest bei dem einen oder anderen. Plattformfundament oben. Ja. Wäre eigentlich auch eine Idee, hier oben zu bauen, auf den Sachen. Ne? Müsste man am Anfang sich bloß eine Leiter setzen. Später kannst du die Schlingpflanzen nehmen. Und dann kannst du dir das oben vielleicht verbinden. Ich weiß aber nicht, ob das wieder mit den Felsen funktioniert. Das ist eben so ein Punkt, wo ich sage, warum gibt es eine Blockade? Es ist doch überhaupt nicht notwendig. Ne? Nur weil dort ein Stein oder was liegt, da kann ich doch drüber bauen. Hm. Da wünsche ich mir, dass sie das nochmal ändern würden. Oder dass ein Mod dafür rauskommt, wo man das ein bisschen umgehen kann. Ne? Hier sind aber auch noch schöne Sachen. Na nü. Ja. Können wir mal was hier da lassen. Ne? Was haben wir hier drin? Sieht es denn aus mit Essen? Ja, können wir mal machen. Wasser nehmen wir mal mit. Und dann gehen wir rein. So. Schwuppdiwupps. Da ist zu.
Da ist nichts. Da ist auch nichts. Gehen wir weiter. Fangen wir mal hier rechts an. Da haben wir Schränke. Hier ist nichts, okay. Da ist der Reaktor, ne? So. Nehmen wir alles mit. Hat man das eigentlich damals gelesen? Ja, das ist das mit dem Sternentor, genau. Siehst du, haben wir wieder 8 Stück. So, hier hinten war ja eigentlich nichts. Wir schauen trotzdem nochmal. Ne, hier haben wir abgebaut die Kiste. Ja, wenn wir hier was übersehen, ne, ist das jetzt auch kein Beinbruch. Wir müssen wahrscheinlich sowieso nochmal wiederkommen, durch, allein schon durch die Brennstoffzelle. Und vielleicht sehen wir dann noch was, was wir übersehen haben. Aber ich sag mal, für den ersten Eindruck haben wir wirklich gut jetzt erbeutet. Ja, sind jetzt alles bekannte Sachen, ja. Das ist richtig, aber dann ist das so. Ich würde gerne nochmal schauen, ob wir hier... Warte mal, ich mach mal Licht aus. Haben wir hier noch was Wichtiges zu mitnehmen? Pflanzen, Lirma. Das ist natürlich auch der weiteste Weg bisher her, ne? Naja, gut. Haben wir noch was? So, lassen wir es so. Okay. Gut, dann hier hinten lang kommen wir nicht. Oben drüber kommen wir auch nicht. Dann fliegen wir durch den Grand Canyon zurück an die rechte äußere Ecke, wo das Wrack liegt. Da haben wir natürlich nichts zum Abbauen, aber wir haben dort den Aufstieg. Und können wir an unserer alten Basis vorbeischauen, wie es aussieht auf dem Rückweg. Ja, und dann können wir die Raketen bauen noch. Das könnten wir noch machen, wenn wir wollen. Ich habe momentan da vorne eine Uranrakete stehen. Die müsste uns Uran bringen, aber dann können wir die GPS-Raketen machen. Ja, und wie gesagt, ich sage es nochmal, ich bin noch nebenbei an einem Test dran, an einer Testwelt, wo wir das mal prüfen können, ob die Raketen sich auch manipulieren lassen. Das heißt, dass man erst die zweite schickt, bevor man die erste schickt, ob das funktioniert. Ja, habe ich leider geträumt, als ich die Möglichkeit hatte dazu, habe ich nicht mehr dran gedacht. Ja, passiert halt. Ne? Sehr schön grün geworden durch die Moose, gefällt mir. Oh, super. Schaut es euch an. Gleich mal eine Runde planschen hier. Oh. Was machst du denn hier? Eieieiei. Oh, guck dir das an, was hier drin ist. Ja, warte mal, die müssen wir irgendwann nochmal holen. Die holen wir in der nächsten Folge. Definitiv. So, hier hat man ja das erste Wasser dann schon, das erste Eis, ne? Da kommt man ja ein bisschen uns hier rein. ja, was auch immer. Wie sieht's hier aus? Da ist auch nichts. Sehr gut. Das sieht schon toll aus trotzdem, ne? Auch wenn es jetzt hier so ein Eisbiom ist oder was. Oder Eisebenen gewesen ist. Jetzt ist es eine wunderbare Landschaft. Ist aber meistens so mit... Ach, guck mal, hier sind wir schon da. Sieht völlig anders aus, die ganzen Eisbrocken sind weg. Es sieht aber toll aus. Eigentlich ist es mit die schönste Basis, würde ich mal so sagen. Und jetzt wäre die Frage, funktioniert das hier alles noch so unter Wasser? So, ich würde mal das hier reintun, dass wir da hier ein bisschen was haben. Und jetzt würde ich mal gucken, ob wir Rohstoffe... Sieht ja hier gerade schlecht aus, ne? Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wir testen das mal. Wenn der hier so halb unter Wasser steht, gehen wir auf die Energieanzeige. Wir haben 59,9. Ich denke mal, dass der läuft, ne? Okay, er lief also. Ich werde ihn trotzdem mal umsetzen.
Warum muss es denn so hoch sein? Warum kann es nicht hier unten sein? Verstehe ich nicht. Ein bisschen ärgerlich, finde ich. Kann man es überhaupt nicht schön machen, ne? Zumindest so ein bisschen. Naja. Ein riesen Klopper hier. Warte mal. Das können wir doch auch anders, oder? Siehste, läuft. Ihr wisst, was ich meine, oder? Ach ja. Ne, das haut hier vom Platz nicht hin. Könnte ich höchstens hier hin machen. Entschuldigt bitte. So. So, das haben wir alles. Hier die zwei hatte ich ja schon abgebaut. Jawohl. Ja, also mehr wird es auch nicht steigen hier, aber also es funktioniert. Aber es ist trotzdem vielleicht nicht so der nette Anblick. Deswegen machen wir das mal anders. Warte mal, ich gehe erstmal hoch. Jetzt sind die wieder verkehrt rum. Ich war wahnsinnig. Ach Mann. Oh, warum dreht denn der das immer? Das ist doch dumm, ist das. Mensch, hör doch mal auf hier. Das ist doch nervig, ehrlich. Ich drehe das Schild extra nach vorne. Wenn ich das jedes Mal nach vorne drehen muss. So, jetzt haben wir es aber, glaube ich. Ja, mit sowas kannst du ja auch eine Stunde verbringen, ne? Jetzt wisst ihr, wie das ist beim, wenn du hier was umbaust. Wie muss das alles 10 Mal woanders hinstellen? Aber jetzt willst du nicht mehr. Mhm. Komisch, wenn du da anfängst, das zu bauen, ne? Da funktioniert das. Aber wenn du es unterbrichst, das ist auch nicht normal. Das ist so ein bisschen, wo ich sage, ein bisschen ärgerlich. So, ich bin gleich soweit. Ich habe nämlich gleich keine Lust mehr hier. So, gut, haben wir. Gut, warum habe ich jetzt 3 Essen übrig? Liegt da noch Zeug? Nee. Keine Ahnung, warum ich jetzt... Was habe ich hier abgebaut? Ach, die Fundamente. Mhm. Gut.
Okay, dann kommen die mal hier rein. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Und dann ist es das auch schon. So, gucken wir mal. Energie haben wir trotzdem dasselbe. Und wir können mal in die Nachrichten schauen. Ich habe einen umfassenden Scan des Planeten durchgeführt. Irgendetwas stimmt nicht. Ich erhalte seltsame geologische Signaturen und inkohärente topografische Daten in der Nähe Ihres Standortes. Versuchen Sie, an den Ort mit den Koordinaten -248/42/93 zu gelangen und verwenden Sie die untere linke Ecke Ihrer Benutzeroberfläche, um den Weg zu finden. Ach, was war denn das gleiche? Ich habe da so eine Idee. Und was waren die anderen? Haben wir die anderen Nachrichten schon? Wahrscheinlich. Also. Wo soll man hin? Warte mal, ich muss erst mal was trinken hier. Haben wir auch was zu essen? Jo. Jetzt haben wir was zu essen. Gut. Warte nochmal. Das war das, ne? -248/42/93. Ich habe da so eine Idee. Das ist ein Pilzbiom. Ach, lass es stehen. Gut, wie liegen wir denn jetzt? Haben wir so gebummelt hier durch den blöden Bau, dass wir wertvolle Minuten verloren haben. Aber okay, auf alle Fälle sieht es toll aus. Die ganze Eisstruktur ist hier weg, ne? Ihr seht es. Mit einer Eisebene hat es nichts mehr zu tun, aber dort, wo Jahrmillionen Eis war, ist sowieso sind die besten Böden entstanden zum Teil. Ja. Die beste Natur. Ja. Woran auch immer das liegt. Ein Bauer würde sagen, das Land konnte sich ausruhen. Oder ein Winzer. Das Land hat geruht, jetzt ist es reif. So, okay, wir sind zurück. Ich werde mal gucken, nächste Folge, dass wir ein paar Raketen hochschießen. Und dann werden wir uns mal den Koordinaten annehmen. -248, wie gesagt, ich denke mal, dass es dort ist, wo ich denke. Ihr denkt das sicherlich auch, also denkt man dasselbe. Dann, ja... Schauen wir mal. Gut. Okay, bedanke mich fürs Einschalten. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.